Erich von Däniken, die wahre Geschichte der Menschheit, Teil 2. Denke, zum Beispiel war ich in einem Interview mit einem Freund von mir, sein Name ist Leon Lovelock, sehr bekannt gewesen zu der Zeit. Bester Mann, bro. Und sagt sehr freundlich in gutem Deutsch, Herr von Däniken, Sie haben gerade gesagt, Sie glauben nicht, dass Außerirdische unter uns sind. Sagte, ich glaube ich nicht. Und ich spürte seine Hand in meiner Hand. Ich habe sie gedrückt. Dann schaute er mit seinen Augen auf unsere Hände runter. Und vor meinen Augen wurde seine Hand in meiner Hand unsichtbar. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ist es heute soweit. Erich von Däniken, die wahre Geschichte der Menschheit, Teil 2 mit Bruder Kianosch im Talk. Wir gehen jetzt rein. Gebt euch bös, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Ich liebe euch. Peter geht los, Digi. Und los. Ja, ich kann mir das auch irgendwie anders überhaupt nicht erklären, warum wir plötzlich so einen Sprung gemacht haben, wenn in unserer DNA, sage ich mal, eingegriffen worden ist. Vielleicht durch den Geschlechtsakt, dann ergibt sich das auch automatisch, oder? Natürlich, aber es ist eingegriffen worden. Und diesen Eingriff ins Genom kann man heute beweisen. Unsere Genetiker sind so raffiniert, die können genau beweisen, da fand ein Eingriff statt. Und einige Genetiker sagen das auch, zum Beispiel in Francis Crick. Robson sagt, Eingriff ins Genom, reden die von der Impfung. Stark, Bro. Stark, Robson. Weltpreisträger in seinem Buch, das Buch hat den Titel Life Itself, also das Leben. Die sagen das nur, das geht nicht an die Öffentlichkeit. Es passt nicht in den Zeitgeist. Es passt nicht für die Menschheit. Man kann der Menschheit nicht sagen, ihr seid zum Teil Mensch, Evolution geworden und zum Teil Geschöpfe von draußen. Man kann das denen nämlich nicht beibringen. Es braucht seine Zeit. Der Zeitgeist braucht mindestens eine Generation. Herr Erich von Däniken, wurden Sie schon mal aufgrund Ihrer Thesen oder aufgrund Ihrer Arbeit von gewissen Leuten zurückgehalten worden? Gecancelt? Zurückgehalten? Das ist eine gute Frage. Ja, zurückgehalten. Man hat oft über mich gespottet, über mich geschumpfen, man hat über mich gelästert, aber das gehört ganz normal dazu. Schau, als ich jung war, habe ich mich darüber geärgert, selbstverständlich. Speziell, wenn die Angriffe ungerechtfertigt waren. Es gab oft auch gerechte Kritik, das muss man zugeben, wo die Kritiker recht haben und wo ich mich geirrt habe. Aber wenn man älter ist, inzwischen bin ich 89, freue ich mich über jeden. Ich freue mich über Kritik. Ich streite. Mashallah, Cousin. Bester Mann einfach. 89 Jahre alt. Steht da wie ein Löwe, oder? Sag ich dir so, wie es ist. Ganz starke Geschichte. Da sieht man, dass wenn du deine Leidenschaft auslebst, meine lieben Freunde, das liegt daran, safe. Der ist immer noch so euphorisch und so leidenschaftlich am Start, weißt du? Das hält einen jung. Wenn du deiner Liebe nachgehst, dem, was du gerne machen würdest. Auch gern mit Kritikern, weil am Ende von 2 Stunden Gespräch verliert die andere Seite immer. Leon, eifersüchtig. Wie wär's mal, was für die Community zu tun? Deus, du bist der Einzige, der das fordert. Ist dir das schon mal aufgefallen? Na, hast du Sonja noch beeinflusst, damit die das auch reinschreibt, aber ansonsten habe ich keinen gesehen, der dem seinen Namen irgendwann mal hier in den Chat reingeschrieben hat. Ey, ich habe mir die ersten 5 Minuten von dem reingezogen, von dem einen Vortrag, den du mir geschickt hast. Ich habe es nicht gefühlt, was soll ich dir sagen? Der war gut. Was sagen Sie zu dem Thema Trans... Warte mal, den habe ich jetzt verpasst, sag nochmal ganz kurz. Auch gern mit Kritikern, weil am Ende von 2 Stunden Gespräch verliert die andere Seite immer. Bester Mann, Digga. Der war gut. Was sagen Sie zu dem Thema Transhumanismus? Alles möglich. Schließe überhaupt nichts mehr aus. Also quasi Cyborg, halb Mensch, halb Maschine. Ja. Wird kommen. Ich glaube, da können wir auch nichts mehr gegen tun. Chips im Gehirn vielleicht implantieren und so weiter und so fort. Ja. Ich befürchte, das kommt alles. Wir laufen ja voll auf die künstliche Intelligenz zu. Genau. Da war vor 2 Jahren war eine Konferenz in Genf. Und da haben Menschen mit Robotern gesprochen. Und einer der Roboter sagte dem Menschen, Sie, die Roboter, würden die Menschheit überleben. Und der Mensch sagte, nein, wir haben euch geschaffen. Wir sind sozusagen eure Götter. Und der Fremde hat nur gelacht, hat dem Menschen gesagt, schau mal Mensch, du hast dein Herz. Dein Herz kann einen Herzinfarkt kriegen. Da bist du tot. Ich habe kein Herz. Ich kriege keinen Herzinfarkt. Du hast eine Lunge, du hast Leber. Du kannst Krankheit werden, Infektionen. Das passiert bei uns alles nicht. Wir, die künstliche Intelligenz, werden euch überleben. Ihr könnt dann Ferien machen auf der Erde.
wir sorgen für den Rest. Ja, 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 ja. Das kann passieren. Ich meine, wir haben genug Filme geschaut oder genug Filme präsentiert bekommen von Hollywood, die uns gezeigt haben, dass das, ja, oder wie das sein würde, wenn es so wäre. Sagen wir mal so. Wahnsinn. Glauben Sie... Ich bin nicht ganz glücklich. Ja. Ich bin nicht ganz glücklich bei dieser Aussage. Glauben Sie, dass durch Transhumanismus der Mensch an sich komplett verwandelt wird? Quasi, dass man... Und der Mensch hat auch noch... Der Mensch hat auch noch Emotionen und so. Und Gefühle und Moral, Ethik und diese ganzen Sachen so. Der kann nicht rein logisch entscheiden so. Okay, der Mann ein bisschen mehr als die Frau. Spieß. Aber am Ende des Tages, sind diese Jungs innen, die Roboter sind, emotionslos, gefühllos. Weißt du, wie ich meine? Die können rationale Entscheidungen treffen, egal, auch wenn dann Menschenleben bei draufgehen muss oder so, weißt du? Sowas wie kleine Zellen entwickelt, so kleine Mini-Nanoroboter, die dafür sorgen könnten, dass Gewebe erneuert wird, Zellen erneuert werden, dass man quasi längeres Leben hat oder die Organe dadurch, sag ich mal, wieder repariert werden. Es gibt ja solche Versuche. Ich befürchte, das passiert schon. In bestimmten Laboratorien geschieht das schon und wir wissen einfach nichts davon. Uns sagt man das nicht. Facts. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass sehr, sehr reiche Menschen, denen es ein paar Millionen nicht darauf ankommt, in ihren Forschungslabors gesagt haben, stellt das und das her, wenn ihr es könnt, lebensverlängern und gebt es mir oder meinen Kindern. Nur. Die arbeiten auch schon daran, quasi nie zu sterben. Aber ich sag dir ehrlich, das ist kein Segen. Nicht zu sterben ist kein Segen. Für immer hier gefangen zu sein in der Dualität und nie in die Vollkommenheit zurückzukommen, ist kein Segen. Die glauben halt nicht an Gott, deswegen glauben die auch nicht an eine Vollkommenheit und die denken, das ist was Gutes, aber das ist nicht gut. Wenn die Yuval Hararis und die Klaus Schwabs ihre Gehirne in irgendwelche Clouds hochladen und dann mit einem Roboter-Skelett rumlaufen und so, bruv, die werden schon irgendwann noch merken, dass es kein Segen ist. Das kommt nicht an die Öffentlichkeit. Ja, ich habe noch nie sowas bekommen. Ich bin aber schon 89 Jahre alt. Ich bin 89 Jahre alt und dicke, vernünftig. Die sogenannten Götter lassen mich offenbar leben. Ich rede noch einigermaßen vernünftig. Oh. Ich bewege mich einigermaßen vernünftig. Und stabil, Erich. Sehr stabil. Stolz auf dich. Verdanke ich vermutlich meinem Glauben an das, was ich Gott nenne und meinen Gebeten, die ich täglich mache. Sie strahlen sehr viel Energie aus, Herr Erich, von denen. Voll. Und das motiviert uns sehr, sehr, sehr doll. Und das wissen wir auch sehr zu schätzen, respektieren Sie auch dafür sehr. Meine nächste Frage ist, Thema Überbevölkerung. Es wird ja immer wieder gesagt, die Welt ist überbevölkert. Jetzt wissen viele mit dem Begriff nicht viel anzufangen. Man hat vor Augen, dass die Welt von der Größe her zu klein wäre, aber das ist sie ja gar nicht. Was ist mit Überbevölkerung gemeint, Ihrer Meinung nach? Irgendwann gibt es Probleme. Zurzeit haben wir etwa 8 Milliarden, sagt die Statistik. Und vielleicht ich glaube, das ist auch nur ein Gerücht, dass wir zu viele sind oder irgendwann zu viele werden. Ich glaube, das ist auch nur ein Ding, was vorgeschoben wird. Ich glaube, es ist genug Platz auf der Erde. Einer hat doch mal ausgerechnet, es wäre genug Platz auf der Erde, dass alle Menschen, die gerade auf der Erde sind, in einem Land oder in einem Kontinent leben. So. Wisst ihr, wie viele Teile der Erde noch nicht bewohnt sind oder wie viele Teile eigentlich frei sind? So, Das ist einfach nur, das ist Schwurbelei meiner Meinung nach. Das ist das, was die uns eintrichtern wollen. Ja, wir sind zu viele Menschen auf dieser Erde, wir müssen die Menschheit minimieren, bla bla bla. Stimmt nicht. Ich glaube, wir kommen nie an die Grenze und ich glaube, Gott hat da schon einen Plan. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube nicht, dass es zu viel werden können. Ist nicht möglich. So. Aber natürlich wird diese Knappheit wieder genutzt, um uns irgendwie ja einzureden, dass wir keine Kinder mehr kriegen sollen und was auch immer, was da der Plan dahinter ist, aber ihr kennt es ja mit Energie und mit diesen ganzen Sachen. Es wird immer Knappheit suggeriert, so dass wir immer denken, oh, es kommt ein Punkt, wo das oder das zu wenig oder zu viel wird. So. Angstmacherei, glaube ich. Verträgt die Erde 10, 15 Millionen. Da muss man. Und er hat ja selber in dem Talk sogar gesagt, hat er das gesagt? Nee, es war in der Antarktis-Recherche, wenn wir Admiral Byrd vertrauen, ne? Den ich jetzt auch ein bisschen als kritisch beurteile, ist schon ein bisschen tief in der Recherche drin, aber der sagt, es gibt sogar noch mehr Land, was uns vorenthalten wird. Stell dir mal vor. Wüstengrün machen, das geht, das kann man alles. Man kann Salzwasser ins Süßwasser verwandeln,
man muss die Erde urbar machen, das ist alles möglich. Dann ertragen wir nicht nur 8 Milliarden, sondern vielleicht 16 Milliarden, das geht alles. Gleichzeitig aber suchen wir nach Ausweichmöglichkeiten. Die Steine. Wenn die Menschen wüssten, dass Energie auch free ist eigentlich. Eigentlich ist Energie umsonst, weißt du? Diese Knappheiten werden extra herbeigerufen. Die gibt's eigentlich nicht. Energie ist free. Wir könnten alle Energie umsonst bekommen, aber dann würden die halt kein Geld mehr damit machen können. Leute wie Elon Musk beispielsweise. Leon wird zum Flacherdler. Digi, ich habe nur gesagt, was Admiral Byrd gesagt hat, sorry. Die schicken Raumschiffe ich zum Mars. Habe mies recherchiert. Und dann sagt... Ey, das ist so geil, dass dieses Geräusch die ganze Zeit im Hintergrund kommt, ne? Ich habe mies recherchiert. Elon Musk in einem Interview, warum? Sie haben Angst, dass die Erde irgendwann kaputt geht und damit die menschliche Art nicht auch kaputt geht, soll auf dem Mars, sondern gleich mehrere Familien, nicht nur ein oder zwei Leute, sondern auf dem Mars angesiedelt werden. So, es gibt schon solche Projekte, dass die Menschheit nicht ausstirbt. Es könnte theoretisch, ein Meteorit könnte die Erde treffen. Das ist nichts Irdisches, das ist keine Atombombe, wir haben nichts gemacht, wir wären trotzdem futsch. Damit die Menschheit nicht kaputt geht, nicht zugrunde geht, denken Leute wie Elon Musk daran, schon jetzt Familien auf dem Mars anzuziehen. Was haltet ihr von Elon Musk? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ob das realisiert Zeit, das wissen wir. Wir wissen ja nicht, wie. Genau, die haben ja Technologien, die wir ja noch gar nicht wissen. Die zeigen uns wahrscheinlich Technologien, die schon 20 Jahre alt sind. Und wir wissen gar nicht, wie weit fortgeschritten die eigentlich sind, ne, mit ihren ganzen Sachen. Das können wir leider nicht, das können wir nur mutmaßen. Schau, es gibt einen Professor Dr. Harry Ruppe, der war längere Zeit die rechte Hand von Werner von Braun. Er war später Professor für Weltraumtechnologie an der TU in München, ist jetzt gestorben. Harry Ruppe hat mir schon vor 20 Jahren gesagt, Erich, wir hätten die Technologie, zum Mars zu fliegen. Wir könnten. Aber wir wollen das nicht und niemand will das. Nee, ist klar, Erich. Es ist zu früh. Der Zeitgeist ist noch nicht reif. Aber wir hätten schon, natürlich geht eine Marsreise mit der damaligen Technologie lange, bis ein paar Monate unterwegs. Ich habe heute ging das sehr, sehr schneller. Heute haben wir Aussagen von Wissenschaftlern, die sagen, wir wissen heute, wie es geht. Dann fragt man sie, woher wisst ihr? Von Außerirdischen. Es gibt Kontakt mit Außerirdischen. Digi, vielleicht ist Elon ein Außerirdischer. Geht los, Digi. Aluhut sitzt, oder? Freunde, habt ihr auf schon, hoffe ich, ne? YouTube. Weiter mit denen zusammen. Wir könnten heute in wenigen Tagen auf dem Mars sein. Wieso tut man es nicht? Die Menschheit ist noch nicht reif dafür. Aber für Mond waren die ready. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Haben Sie schon mal was von Nephilim gehört? Wahrscheinlich schon. Weil, ja, klar. Mit wem rede ich denn hier? Mit Erich von Däniken. Wenn Sie nicht davon gehört haben, wer dann? Erik hat mies recherchiert. Sagen Sie dazu, weil viele Leute fragen das hier im Chat gerade. Also, die Riesenmenschen. Die Nephilim, das waren auch Besucher. Also der Begriff stammt von Zacharias Sitchin, einem guten Autor, der gestorben ist, die waren gute Freunde. Er hat den Begriff in die Welt gesetzt und er hat sich sehr, sehr auf sumerische Texte verlassen. Er hat altsumerische Keilschriften. Man merkt, jeder hat so seine Theorien, jeder hat so seine Themen, weißt du? Bei Erich ist zum Beispiel so der. Gefühlt glaubt er alles, was irgendwie mit Außerirdischen zu tun hat, so, aber ist nicht wirklich skeptisch bei dieser ganzen NASA, Elon Musk, Mars, Mond-Thematik, so, weißt du? Was ich auch verstehen kann, weil es halt genug Dinge auch gibt, die man sich reinziehen kann, die angeblich beweisen, dass wir da waren und so, bla bla bla. Ich halte gerne daran fest, so einfach aus Sturheit und aus Skepsis und aus Spaß auch ein bisschen, so, weißt du? Aber ja. Ich bin bei diesen Alien-Sachen relativ skeptisch, relativ, aber auch offen. Was ist so eure Meinung dazu? Schreibt mal rein, so wie ordnet ihr das Ganze ein mit Aliens, NASA, Mond, Mars, Nephilim, Anunnaki und so? Würde mich mal interessieren, bei YouTube, aber auch hier im Twitch-Chat. Können. Und daraus kam dieser Begriff Nephilim. Und die Nephilim sind die, die aus dem Weltall kamen,
auf die Erde, die die Menschheit eigentlich geschaffen haben. Aber gibt es denn nicht irgendwelche Befunde oder Beweise oder Skelette von denen, dass man das beweisen könnte? Nicht, dass ich wüsste. Man hat in Peru Skelette gefunden vor einigen Jahren. Darüber wird sehr, sehr gestritten. Was ist Fälschung? Was ist echt? Und so weiter. Es gibt einen einzigen Schädel, von dem man weiß, er kann nicht irdisch sein, weil der Schädel keine Fontanelle hat. Mhm. Also auf jedem menschlichen Kopf, wenn sie sich komplett rasieren, läuft da über den Kopf etwas wie eine Naht. Genau. Die Naht nennt man Fontanelle. Und es gibt einen Schädel, der liegt in einem Museum in Peru, in Lima, und der ist deformiert, also einen hohen Schädel, nach hinten gezogen, und dem fehlt diese Naht. Und da sagt man, das müsste eigentlich ausirdisch sein. So, diese Langkopfdinger? Übrigens, diese deformierten Schädel, die finden Sie auch im Ägyptischen Museum. Schon Osiris, der ursprüngliche Gott, Osiris ist übrigens für die Ägypter dasselbe wie Orion, das Sternbild. Mhm. Isis, seine Frau, ist Sirius, so. Das alles mit den Sternen. Und Osiris bereits auf den altägyptischen Darstellungen hat einen langgezogenen Schädel, Schädel nach hinten gezogen. Das ist nicht normal, diese Schädel. Wie auf den... Meint er diese Langköpfe, ne? Malereien, das sieht man auch auf den Malereien sehr oft. Ja. Ursprünglich hatten offenbar die Götter so langgezogenen Schädel. Und dann kamen die Menschen und wollten es den Göttern gleich tun. Einige Priester wollten so aussehen wie die Götter, damit die Menschen auch sie respektieren und ihnen Opfergaben geben. Und dann haben die Menschen angefangen, einigen kleinen Kindern die Schädel mit zwei Brettern zusammenzudrücken. Tschüss. Damit die Menschenschädel hoch waren. Eine Tortur, wie kann man das zu einem Säugling antun? Es ist aber getan worden, man weiß es. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Erich von Däniken, hier wird weiterhin gefragt, denken Sie, dass es Mächte gibt, also mächtige Menschen, die versuchen, die wahre Menschheitsgeschichte zu vertuschen oder zu verbergen? Selbstverständlich gibt es das. Also, ich bin noch nie belästigt worden. Und wie gesagt, ich konnte meine Bücher immer veröffentlichen, ohne Druck. Aber ich werde nicht ernst genommen. Also ein Wissenschaftler, wenn ein Astronome, Professor, Doktor der Astronomie, jetzt kommen würde und sagen würde, wir sind nicht allein, da draußen gibt es Leben und wir sind bereits von Außerirdischen besucht worden, dann würde seine eigene Zunft, die anderen Astronomen, würden ihn fertig machen. Würden sagen, hallo, was erzählst du für einen Blödsinn? Spinnst du plötzlich? Bist du alt geworden? Hat recht. Bist du nicht mehr richtig? Hast du Alkohol gehabt? Seine eigene Zunft kann es nicht zulassen. Falsche Richtung, Digi. Und deshalb ist man ganz froh, wenn Erich von Däniken das macht, denn den muss man nicht ernst nehmen. Der Erich von Däniken verlangt keine Wissenschaftlichkeit. Aber Erich von Däniken geht in die Breite. Ich habe eine Weltauflage in meinen Büchern von über 70 Millionen Kopien, so das läuft. Der Zeitgeist ändert langsam und langsam. Es kommt von außen her. Ich habe vorhin den Namen Professor Dr. Harry Ruppe ins Spiel geworfen. Mhm. Mit dem habe ich eine ähnliche Diskussion mal geführt. Dann sage ich, Harry, das müsste... Harry, also ich sage ehrlich, ich mag den Erich von Däniken. So. Ich bin nicht mit allem, also habt ihr ja auch in der Reaction auch gemerkt, auch in der letzten schon mit dem bei dem Interview mit Ken Jebsen. Ich bin nicht immer seiner Meinung, ne? Aber ich mag ihn. Ich mag seine Euphorie. Ich mag, dass er die Sachen studiert. Ich mag, dass ihm egal ist, was die anderen sagen, sondern einfach er seine Linie weiterverfolgt, seine Bücher schreibt, von den Dingen überzeugt ist, von denen er überzeugt ist. So, das ist eine gute Sache. So, das inspiriert auch. Weißt du, wie ich meine? Das inspiriert Menschen auch dazu, eigene Gedanken sich zu bilden, einfach selbst zu sein, weißt du, unique zu sein, einzigartig zu sein und einen Fick darauf zu geben, was andere sagen oder denken und einfach durchzuziehen, so. Und das in dem Alter, weißt du, oder sein ganzes Leben lang oder ein Großteil seines Lebens langs und deswegen, von mir hat der Mann größten Respekt, einfach nur aus dem Grund schon, weißt du, so. Von euch kommen, von euch Superastronomen, sagt er, nein, Erich, die Gedanken müssen von außen kommen, von außen in die Gesellschaft getragen werden. Dann können wir darüber streiten, dann können wir es aufgreifen. Aber wir können damit nicht anfangen. Es widerspricht dem Zeitgeist. Der Zeitgeist ist die jeweils herrschende Vernunft. Wenn etwas unvernünftig scheint, darf es die Wissenschaft nicht behandeln. Also wird der Zeitgeist quasi, so wie ich das jetzt raushöre, kontrolliert und bewusst
gestreut? Ja. Oder wie kann ich das verstehen? Ja, der Zeitgeist. Ja, ja, safe. Doch, doch. Hundertprozentig. Also da wird auf jeden Fall Einfluss drauf genommen, sagen wir es mal so. Die gerade herrschende Vernunft, dass die jeweilige Zensur, wenn etwas nicht passt, wird es lächerlich gemacht. Genau so ist es. Es wird sogar zugelassen, dass die Dinge erzählt werden, aber es wird einfach verlächerlicht und dann passt das schon. Automatisch. Der Zeitgeist will Vernunft. Und zum Beispiel sogenannte Whistleblower, Leute wie ich. Ich meine, ja, Edward Snowdens und so. Guck dir das mal an, was mit denen getan wird. So. Wird nicht mal ein Hehl draus gemacht. Juckt trotzdem niemanden, dass ein Assange im Knast sitzt und so. Weißt du, es interessiert niemanden. Obwohl er eigentlich für die Menschheit Dinge geleakt hat. Kritiker, die entsprechen nicht dem Zeitgeist. Wir bringen fremde Gedanken in den Zeitgeist. Aber wir verändern den Zeitgeist langsam, langsam. Aber wir sind eigentlich unvernünftig. Leute wie Erich von Däniken sind in der Wissenschaft unvernünftig. Bist ein kleiner Schwurbler, bist Querdenker. Genau solche Menschen brauchen wir, Erich. Weiter so. Wir bewegen etwas. So. Ich wollte es gerade sagen, die Leute, die was bewegen und die Leute, die auch Eindruck hinterlassen, noch Jahre später, Jahrzehnte später, sind ja meistens die, wo man immer gesagt hat, das ist ein Spinner. Tesla. Zum Beispiel Einstein, der wurde ja auch damals von den Wissenschaftlern eher ausgegrenzt, ne? Bis sie ihn irgendwann akzeptiert haben. Nikola Tesla ebenfalls. Das sind ja Facts ihrer Zeit gewesen, die zu ihrer Zeit auch belächelt worden sind. Ja, das waren immer die Querdenker-Verschwörungstheorien, immer die komischen Mystiker, die ausgegrenzt wurden in der aktuellen Zeit und dann Jahre, Jahrhunderte später dann als die waren die heftigsten, angehimmelt wurden. Und die haben die nicht ernst genommen. Und heute haben wir sehr viele Vorteile durch ihre Arbeiten, die wir ja genießen können. Weißt, da gibt es die alte, weise Erkenntnis. Jede neue wissenschaftliche Erkenntnis durchläuft drei Phasen. Am Anfang sagt die ganze Wissenschaft, alles Unsinn, alles Blödsinn. In der zweiten Phase ist man ruhig und still. Man möchte nicht mehr daran erinnert werden. Man will nicht mehr drüber reden. Digga, perfektes Beispiel Corona eigentlich, ne, Freunde? In der dritten Phase sagt die ganze Welt, das haben wir doch immer gesagt. das ist wirklich so. Wie geht dieser Spruch nochmal? Erst lachen sie dich aus, dann irgendwas und dann irgendwas. Sagt ja, sie wollen dich erst bekämpfen, wenn die das nicht schaffen, versuchen die dich lächerlich zu machen. Und wenn sie das nicht geschafft haben, geben sie dir den Respekt, dass du die zwei Runden überlebt hast und dann sagen die... Irgendwie so. Aber Kianusch hat es auch nicht richtig gesagt, glaube ich. Du hast unseren Respekt. Du hast dich nicht fertig machen lassen, das ist wirklich so. Das ist auch in der Musikbranche, ich bin ja in der Musikbranche tätig und ich erkläre mal ganz kurz nebenbei, ich wurde für die Art und Weise, wie ich denke und in der Öffentlichkeit auch publiziere, sehr hart kritisiert, weil ich halt frei Schnauze auch Dinge sage, worüber ich selber nachdenke. Zum Beispiel war ich in einem Interview mit einem Freund von mir, sein Name ist Leon Lovelock, sehr bekannt gewesen zu der Zeit. Bester Mann, bro. Wir hatten ein Interview von Erich von Däniken und dort ging es um solche Themen, out of the box denken. Ich wurde gefragt, was sagst du zu den Pyramiden etc. etc. Und dann kam es auch irgendwann zu der Frage, ist die Erde flach oder rund? So. Geil, Digga. Korrekt, das habe ich auch erwähnt, ne? Ich habe einfach gesagt, weder noch, weil ich es mit meinen Augen halt nicht gesehen habe. Ich kann ja nur das annehmen, was mir erzählt wird. Und daraus wurde so ein Strick gedreht, dass ich dann irgendwie 3 oder 4 Jahre später noch Nachwirkungen davon gespürt habe. Bro, wir haben erst 2 Jahre danach angefangen, dich zu diffamieren. Cousin, ich glaube, das muss man auch, du musst auch mal nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Weißt du, wie ich meine? Wir müssten eigentlich, mit Kianusch, wir haben eigentlich nie wieder darüber so richtig geredet, ne? Wir müssten eigentlich nochmal darüber reden, weil die haben erst 2 Jahre später nach dem Interview angefangen, ihn zu diffamieren wegen dieser Aussage. 2 Jahre lang war es gar kein Problem, weißt du? Und zufälligerweise war das genau in der Zeit, wo Corona um die Ecke gekommen ist und Kianusch und Leon Lovelock sich kritisch den Maßnahmen gegenüber geäußert haben. Könnte das eine mit dem anderen zusammenhängen? Und wurde dann aufgrund dieser Aussage in meiner Branche auch lächerlich gemacht. So wie sie das gerade sagen. Und da versucht man mit allen mit... Einer sagt gerade, erst lachen die dich aus, dann ignorieren die dich und dann machen die es dir nach. Irgendwie so, ne? Jemand in eine Schublade zu drücken und zu drängen, obwohl man einfach nur frei denken möchte. Man tut ja niemandem damit weh. Facts. Ich habe ja niemanden damit angegriffen, als Beispiel. Und sie ja auch nicht. Sie tun ja niemandem damit weh. Und ich finde, Freigeister sind wichtiger denn je. Und deswegen freue ich mich so sehr,
dass sie es so weit gebracht haben und sehr viele Menschen sehen zu ihnen auf und solche Menschen muss es einfach mehr geben. Geil, Digga, hast du gut gesagt, Bro. Ich selber, wie gesagt, ich habe 47 Bücher zum Thema geschrieben und ich bin längst nicht allein. Viele. Digga, wäre jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen, wo er sagt, was sagen Sie denn, Herr Däniken, rund oder flach? Geil. Andere Autor. Hätte ich gefühlt. Auf der Welt haben das Thema aufgegriffen, schreiben auch Bücher in ihren Ländern, in ihren Sprachen etc. Und nicht nur das, da gibt es den amerikanischen Fernsehsender History Channel. Der History Channel sendet seit 15 Jahren die Sendung Ancient Aliens. Ja, Mann, habe ich auch schon reingezogen. History Channel, Ancient Aliens, alte Astronauten. Und jede Woche läuft das weltweit auf alle Bildschirme der Welt. So die Geschichte, die ich aufgegriffen habe, in die Welt geschmissen habe, hat Wellen geschlagen. Nicht nur von mir, von vielen anderen Kollegen und Fernsehstationen. Die Geschichte kannst du nicht mehr totkriegen. Auch wenn ich abtrete, es geht weiter. Andere arbeiten weiter, werden erkennen müssen, wir sind nicht allein auf dem Planeten. Es gibt Außerirdische und wir sind schon besucht worden in der Vergangenheit. Und die Besucher haben seinerzeit versprochen, wir werden wiederkommen. Die Wiederkunftsversprechung kennst du in jeder Kultur. Und sie haben nicht nur versprochen, sie sind inzwischen da. Sie könnten heute einem Außerirdischen begegnen. Was sagen Sie zu dem sogenannten Maya-Kalender? Ich meine, es gibt viele Kulturen, die prophezeien ja, sage ich mal, das Ende der Zeit. Und man hört... Ich meine, das Faszinierende beim Maya-Kalender ist nicht das Ende der Zeit, weil eigentlich der Maya-Kalender auch nur darauf hingewiesen hat, dass wir in ein neues Zeitalter reinkommen und dass das nicht wirklich das Ende der Zeit ist. Aber das Faszinierende am Maya-Kalender ist, dass die so früh schon so ein heftiges Wissen über die Planeten und über die Zeit hatten und so weit nach hinten datiert und so weit in die Zukunft datieren konnten. Genau datieren konnten, weißt du? Als primitive Halbaffen, so. Das ist das Faszinierende daran. Was für ein krasses Wissen die hatten über Astrologie und über die Zeit und so. Crazy. Immer mehr und häufiger. Und es gibt ja den sogenannten Maya-Kalender. Das war, glaube ich, 2012, sollte der enden. Vielleicht heißt es nicht, dass die Welt untergeht, sondern wir kommen in einen neuen Zyklus. So ist es. Nein. Der Maya... Nein, Erich sagt nein. Das ist wirklich der präziseste Kalender der Welt. Facts. Und die Maya selber haben gesagt, sie hätten ihn von den Göttern. Jetzt musst du aufpassen. Mhm. Jede Kultur der Welt hat einen Kalender. Und der Startschuss für einen Kalender ist für die betreffende Kultur etwas sehr Wichtiges. Sonst beginnt man nicht mit einem Kalender. Beispiel, wir leben in der christlichen Welt. Wir haben einen christlichen Kalender. Der Grund für den Kalenderstart ist die Geburt von Jesu. Aber genau. Die muslimische Gesellschaft hat einen ganz anderen Kalender. Der beginnt 611 nach Christus. Warum? Aber die Muslime einen anderen Kalender. Weil der Prophet Mohammed damals nach Medina ist. Das war der Grund. Oder die jüdische Gemeinschaft hat wieder einen anderen Kalender. Beginnt 3.500 vor Christus. Warum? Nach ihrer Überlieferung sei damals die Welt erschaffen worden. So, in Zentralamerika leben die Maya. Die Maya haben selbstverständlich auch einen Kalender. Einen sehr präzisen Kalender. Und der begann am 11. August 3114 vor Christus. Das Datum kennt man sehr genau. Warum? Haben sie an diesem Tag mit dem Kalender begonnen? Das ist interesting jetzt. Sie haben es überliefert, weil an jenem Tag die Götter von der Straße der Sterne niedergekommen sind. Oh shit. Also damals, am 11. August 3014 vor Christus, kamen Außerirdische. Das hat die Maya derart beeindruckt, dass sie mit ihrem Kalender an diesem Tag begonnen haben. Was will man eigentlich noch mehr? Da hat man den Beweis. Aber es gibt noch... Beweis, ja, aber ich weiß, was er meint, auf jeden Fall. Mehr Beweise. Das verstehe ich auch. Wir haben auch den Begriff Cargo-Kultur schon öfter gebracht. Den habe ich bei Ihnen zum ersten Mal gehört. Das ist ja, wenn eine Kultur etwas sieht und das nachahmt. Ja. Ne? Und was haben denn die, also die Maya haben ja einiges nachgeahmt von ihren, sage ich mal, sogenannten Göttern, die sie gesehen haben. Da haben sie auch Vergleiche gebracht und so weiter und so fort. Aber was ich mich frage ist, was passiert denn, nachdem dieser Kalender, sage ich mal, durch ist? Dann fängt er wieder an. Der Maya-Kalender endete im Jahr 3012.
aber das ist nicht der Weltuntergang, ja, sondern 2012. Bei uns Silvesternacht. Und am anderen Tag beginnt eine neue Zählung. Beginnt wieder 1. Januar. Es beginnt eine neue Kalenderrunde. Aha, verstehe. Okay. Gemeint ist nicht. Ja, ja, und der Kalender ist halt extrem lang, ne, der Maya-Kalender. Die Welt geht kaputt. Gemeint ist, der Kalender ist zu Ende. Es fängt eine neue Zählung an. Und die Maya. Und das ist wahrscheinlich auch eine Art neues Zeitalter, würde ich sagen, behaupten. Wir hatten mehrere solche Kalenderrunden, die über viele Jahrtausende liefen. Verstehe, verstehe. Ja. Da fällt mir eine Geschichte ein. Herodot. Herodot war ein griechischer Historiker, hätte 2.500 vor Christus. Und der machte eine Reise nach Ägypten. Dort traf er auf einen Ägypter und der Ägypter hat den Herodot herumgeführt, hat ihm auf einer Straße verschiedene Statuen gezeigt. Der verrückte Ägypter. Und zu jeder Statue erklärt. Hannibal, ne? Oder? Hat er das nicht mal gerappt? Wann bis wann der betreffende Mann gelebt hat, etc. Mhm. Am Ende der Führung sagt der Ägypter zum Griechen, diese Statuen beweisen ein Zeitalter von 11.340 Jahren. Damals seien die Götter vom Firmament da gewesen. Seither seien sie nicht mehr gekommen. Ich habe es am Anfang schon erklärt. Das geschah vor 2.500 Jahrtausenden. Die müssen wir dazuzählen. Vor rund 14.000 Jahren waren Außerirdische hier auf der Erde. Und des Kalenders. Ich frage mich, wann ist wieder der Zeitpunkt, an dem die sogenannten Schöpfer oder Aliens oder wie auch immer man sie nennen mag, dass sie mal wieder herkommen. Was glauben Sie? Die sind schon da. Die sind schon da unter uns. Aber sie schockieren uns nicht. Die sind da. Die sind da. Was meint der jetzt gerade? Deus, die Echsenmenschen oder was meint der gerade? Ich habe am Anfang mehrere Wissenschaftler erklärt, zum Beispiel Chaim Eshet, der Chef der israelischen Weltraume. Ja, das für mich persönlich keine vertrauenswürdige Quelle. Der Heim, der Jutze. Vom Israel-Raumschiff-Bla-Agent. Außerirdische sind unter uns. Ich erinnere an Paul Helier, Kanadas Verteidigungsminister. Hallo, ein intelligenter Mann, inzwischen tot. Der sagt, sie könnten einem begegnen, sie würden es nicht merken. Außerirdische sind unter uns inzwischen. Und die schockieren uns nicht. Ich habe selber so eine Person. Ja, okay, er meint uns. Mary, da hast du jetzt, da sagst du was, ne? Aliens, ich bin auch ein Alien. Jeder mit einer freien Meinung ist ein Alien. Schau, ist schon 40 Jahre her. Mhm. Ich hatte einen Vortrag in Bremen und damals hat man noch Diaprojektoren gehabt, nicht wie heute Computer. Alles lief auf Diaprojektoren. Ich hatte einen Mitarbeiter, der hieß Mark und der lief hinter mir nach dem Vortrag zum Auto, um unsere Sachen einzupacken. Und am Vortrag ist die Frage aufgetaucht worden, da war eine Diskussion, ob Außerirdische unter uns sind. Und ich sagte damals, nein, absolut nicht. So ein Unsinn. Ich glaube nicht, dass Außerirdische unter uns sind. So ein Blödsinn. So, jetzt sind wir da unten mit zwei Projektoren in der Hand und laufen auf mein Auto zu. Und da kommt ein fremder, gut aussehender, hübscher, junger Mann auf uns zu, stellt mir den Weg ab und hält mir seine Hand entgegen und sagt sehr freundlich in gutem Deutsch, Herr von Däniken, Sie haben gerade gesagt, Sie glauben nicht, dass Außerirdische unter uns sind. Sagte ich, glaube ich nicht. Und ich spürte seine Hand in meiner Hand. Ich habe sie gedrückt. Dann schaute er mit seinen Augen auf unsere Hände runter. Und vor meinen Augen wurde seine Hand in meiner Hand unsichtbar. Ich sag ehrlich, ich habe kurz Gänsehaut gehabt. Bro. Ich sag ehrlich, ich hab. Ey!
Ich hab kurz Gänsehaut gehabt, Digi. Ich war, Bro, irgendwie, ich hab auch ein gutes Gefühl. Weißt du, wie ich meine? So, mein Gefühl hat mich noch nie belogen. Warum auch immer, Digga, ich hab kurz Gänsehaut gehabt, Freunde. Bisschen heiliges Holz jetzt. Für den Vibe. Und wir hören weiter. Ich drückte sie. Ich hielt sie fest. Und die Hand wurde unsichtbar. Mein Arbeiter, Mitarbeiter hinter mir ließ die beiden Projektoren auf den Boden knallen. Einer ging kaputt, wir mussten so. Da wird eine Hand unsichtbar und ich hab sie in der Hand. Ich drück sie, ich sehe sie. Dann ließ er die Hand wieder los, zuckte mit den Schultern, verdrehte ein bisschen die Augen, so als wollte er sagen, ich kann auch nichts dafür. Und läuft einfach wieder weg. Bro. Bro. Was? Eins in den Chat, wer ihm glaubt. Bro, was ein geiler Content, ja? Komm, Jungs, Mädels, macht mal mit jetzt hier. Wir sind drin. Janusz weiß auch nicht mehr, was er sagen soll, wa? Das ist sehr, sehr wild. Bruder. Also, ja, wenn man so etwas selber nicht gesehen hat, dann ist natürlich für jemanden, der, sage ich mal, so wie ich, absolut gebrainwashed ist von den ganzen Medien und von den Filmen und so, ist man halt, es ist schwierig, das erstmal so anzunehmen oder zu glauben, bis zu dem Punkt, wo man selber dann Zeuge von solchen Dingen wird. Ich habe ein UFO gesehen in Mexiko. Ja. Ich bin halt nicht Zeuge von solchen Sachen geworden, noch nicht, aber ich bin Zeuge von anderen Sachen geworden, Herr Erich von Däniken. Und zwar sagt Ihnen der Begriff DMT etwas? Nein, noch war neben. Oh shit, jetzt geht er noch in die DMT-Recherche rein, Digga, korrekt? Das ist der Stoff, der vom Gehirn produziert wird, und zwar von der Zirbeldrüse. Ah, okay, jetzt weiß ich, von was Sie reden. Genau, das heißt, wenn man... Ja. Wenn etwas Schlimmes passiert oder wenn man stirbt oder geboren wird, weil den Löffel abgibt, dann schüttet dein Körper DMT aus. Das heißt, du fühlst dich als das Glücksgefühl da. Genau, absolute Glücksgefühle, wie man sie noch nie hatte. Das hat man, wenn man geboren wird und wenn man halt stirbt. Und das hat halt jedes Lebewesen. Und man kann sich DMT auch, sage ich mal, extern zuführen. Und dann hat man, dann simuliert man quasi den Moment, an dem man stirbt. Mhm. Aha, das ist okay, so eine Art Droge. Mäßig. Nee, Droge ist ja etwas, was süchtig macht. Das ist, sag ich mal, bewusstseinserweiternde Substanz. Ist, DMT ist ja natürlich. Also ist mehr einfach, wie kann man sowas beschreiben? Medizin? Oder gibt es ein Wort zwischen Droge und Medizin? Was könnte man sagen? Sag ich mal. Das ist auch etwas, das nimmst du nicht jeden Tag oder so, das machst du vielleicht einmal im Leben. Das ist eine Erfahrung. Okay. Und ich war in auf Santorini, auf einer Insel, und da haben wir mit einem Schamanen geredet. Und wir haben sehr viel über Gott und die Welt philosophiert. Und er hatte so ein kleines Fläschchen, das war sehr goldig. Das ist hier keine Werbesendung für irgendwelche Drugs, ich distanziere mich davon sofort. Es geht nur um meine Erfahrung. Ist halt auch nicht einfach irgendwelche Drugs, ne? Ist kein Kokain oder so ein Scheiß. Und ich habe diese Substanz namens DMT probiert. Ja. Und hatte dort Erfahrungen und Dinge gesehen, die ich zuvor noch nie gesehen habe. Das heißt, ich war dem Göttlichen noch nie so nah wie an diesem Zeitpunkt. Und habe mein... Wild, wen das noch mehr interessiert, wir haben auch in unserem Talk mal drüber gequatscht. ...war quasi verlassen. Ich habe meinen Körper nicht mehr gespürt und ich war nur noch reines Bewusstsein. Das heißt, mein Körper hat sich quasi aufgelöst in 1000 Teile, vor meinen Augen zersprungen. Und dieses Gefühl war unbeschreiblich. Ich glaube Ihnen sofort, ich habe die Erfahrung nie gemacht. Aber das glaube ich Ihnen sofort. Es gibt Menschen, die haben die Erfahrung gemacht. Seinerzeit gab es den amerikanischen Professor Timothy Leary, der mit Drogen aller Art, auch mit Urwalddrogen aus dem südamerikanischen Urwald, Ayahuasca, experimentiert hat. Ayahuasca wahrscheinlich. In seinem Buch auch solche Zustände beschrieben. Absolute Glückszustände, wo man den Körper verlässt. Also ich glaube Ihnen das sofort. Weil DMT ist der Stoff, woraus Träume gemacht werden. Das heißt, wenn man träumt, dann hat... Es ist der,
diese Stoffe sind dafür da, für den Zugang in die andere Welt. So, ich sag, du kannst den Zugang auch bekommen durch Meditation, Bewusstseinstechniken, Achtsamkeitsübungen etc. pp. Es verschafft dir Zugang zu der Welt, die du nicht sehen kannst. Eine hohe Aktivität im Gehirn und einer Zirbeldrüse wird sehr viel DMT ausgeschüttet. Und leider ist es so, dass den Lebensstil, den wir so haben in den europäischen Ländern und so weiter und so fort, nehmen wir Nahrung zu uns, die diese Zirbeldrüse, die wir alle haben, sehr hemmt und quasi verkalkt. Die verschließt sich und funktioniert nicht mehr so richtig. Das heißt, wir träumen weniger, wir haben weniger diese Glücksgefühle und die Zirbeldrüse ist auch für die Spiritualität zuständig. Es ist die Verbindung zur anderen Welt. Okay. Es gibt Techniken. Erich sagt, okay. Es gibt bestimmte Nahrungsmittel. Der denkt sich, was erzählt der mir hier gerade? Yo, ich wollte doch eigentlich die Sachen erzählen, der soll zuhören. Wenn man das anwendet, hat man quasi eine befreite Zirbeldrüse. Sie können mal später vielleicht einen Test machen, der ist sehr... Ja, du bist Coach geworden jetzt hier gerade. Einfach, den kann jeder für sich auch da draus machen. Wenn man die Augen schließt in völliger Dunkelheit, am besten, wenn man schläft, dann sollte man gewisse Farben sehen können, wenn man sich die vorstellt. Das heißt, wenn Sie die Augen schließen, Herr Erich von Däniken, und Sie stellen sich die Farbe lila vor oder rot, dann müssten Sie die Farbe mit Ihrem geistigen Auge wirklich klar sehen können. Daran erkennen Sie, ob Ihre Zirbeldrüse funktioniert oder ein... Ist schon hart vercrackt bei den meisten. Lass mal machen, Digga. Zirbelcoach. Schwöre, ja. Der Janusz könnte Zirbelcoach sein, ne? Ist ein geiler Name auch. Bruv. Später. Janusz wird auch später irgendwann mal richtig so in die Spiritualität reingehen, glaube ich. Dann anderen helfen und so, weißt du? Safe. So, ich will auch. So wie Sebi und so. Retweet-Center aufmachen, anderen Menschen helfen, Zirbeldrüse entcracken, gesund machen, dies, das, blablabla. Das Wissen muss genutzt werden. Aber lass uns das jetzt mal zusammen machen, meine lieben Freunde. Wir schließen jetzt die Augen und stellen uns alle gemeinsam die Farbe lila vor. Und dann gucken wir, ob wir sie sehen. Wirklich klar sehen, meine lieben Freunde, ne? Okay, alle mitmachen. Ich weiß, der Chat ist nicht aktiv. I don't know what you... Keine Ahnung, was ihr macht. Aber auch wenn ihr nicht schreibt oder so, macht mal die Augen jetzt mit mir zu bei drei und dann stellen wir uns alle die Farbe lila vor. 1, 2, 3. Boah, Digga, ich bin schon hart vercrackt, ja. Ich hab nur einen ganz kleinen lilanen Fleck gesehen nach ein paar Sekunden so. Aber sonst war dunkel. Bei mir ist schwarz, Digi. Ja. Ja. Da merkt ihr, wir haben einiges zu tun, meine lieben Freunde. Ich glaube, ich war schon mal besser. Ich glaube, hätte ich das vor 2 Monaten gemacht, hätte ich was Besseres gesehen. Aber ich hab... Ja, seitdem es diese eine geführte Meditation, von der ich schon in 3 Videos erzählt habe, nicht mehr gibt, habe ich das Gefühl, ich bin nicht mehr so krass im Bewusstsein drin. Ich muss da wieder hinkommen. Gehemmt ist. Das ist so ein kleiner Test von so einem Wissenschaftler. Das ist sehr interessant. Das empfehle ich Ihnen. Kann ich heute. Aber er hat gemeint, wir müssen erstmal in einen dunklen Raum gehen und so, ne? Ja, mit dem Studiolicht und so ist wahrscheinlich auch nicht die perfekte Umstände. Hast recht, Deus. Danke für den Hinweis. Ich bitte mal ausprobieren. Ja, das kann jeder von euch ausprobieren. Das ist sehr, sehr gut. Dann werdet ihr sehen, ob die Zirbeldrüse... träumen Sie viel? Haben Sie oft Träume oder eher nicht so? Ja, ich träume sehr viel, jede Nacht. Ja, fantastische Dinge. Ich habe immer das Gefühl, ich bin auf anderen Planeten. Ich bin in... Zirbeldrüse läuft bei ihm auf jeden Fall. So, ich sag, habe mies recherchiert. Ich sag dir ehrlich, in dieser Wohnung träume ich mehr als in der anderen. Ich träume auch wieder mehr. So, läuft. Zeiten, ich bin auf anderen Welten und zwar alles sehr, sehr real. Man ist nicht nur da wie ein Zuschauer, man spürt den Geschmack, man spürt die Berührung, man spürt die Temperatur. Jede Nacht bin ich irgendwo anders, das ist komisch. Bester Mann. Übrigens am Rande nur, ich habe noch nie ein UFO gesehen. Mhm. Stell dir vor, das ist krass, Digga, ich schon. Wie Erich. Aber ich habe ein richtiges UFO gesehen. Ich habe nicht gesehen, was andere gesehen haben. Da war noch nur ein Licht dran und so. Also Dinge, die von Menschenhand gemacht hätten sein können.
So. War das Deutsch? Ja, ja, egal. Sondern wirklich ein UFO. Ich glaube, viele Menschen haben einfach eine Drohne gesehen oder irgendwas, was das Militär, was das Militär rumbastelt und so. Das, was ich gesehen habe, das ist niemals von Menschen gekommen. So, also niemals. Niemals. Ich habe es gefühlt irgendwie. Das hat sich auch aufgelöst. Weißt du, es war ein Flugobjekt, was sich aufgelöst hat, sich bewegt hat und wieder zusammengesetzt. Bruv, sowas hat noch nie einer gesehen. Ich habe Research gemacht, hat noch nie einer gesehen. Haben die nicht gesehen, die? Ich schreibe viele Bücher über Außerirdische. Ich kenne viele Menschen, die UFOs gesehen haben, die glaubwürdig sind. Menschen, die da drin waren in UFOs. Bist du sicher, sagt Yasin. Ja, Bro, ich bin sicher, ich war nicht alleine. Die sogar Implantate trugen, sie können das also beweisen. Aber ich selber habe noch nie ein UFO gesehen. Vielleicht wird der Tag kommen, Erich von Däniken. Erich von Däniken hat anscheinend einen Alien gesehen. Ne? Mit dieser Hand und die dann einfach sich aufgelöst hat, Digi? The fuck? Ich möchte sie auch gar nicht zu lange einspannen. Ich habe noch eine... Bruder, ich schwöre, kann mir das nicht vorstellen. Ja, normal kannst du dir das nicht vorstellen. Normal. Das war mir schon bewusst, als ich erzählt habe, dass ich ein UFO gesehen habe. Als ich das Video auch gemacht habe, das war mir schon bewusst, Bro. Aber, ja. Was soll ich? Soll ich jetzt lügen? Soll ich jetzt sagen, nee, habe ich nicht gesehen? Habe ich nicht gesehen, Digi. Allerletzte Frage, und zwar, was ist das letzte Puzzleteil, was Sie benötigen für Ihre gesamte, für Ihr Lebenswerk? Gibt es da noch irgendwas, was offen ist, was Ihnen auf den Herzen liegt, was Sie noch wissen möchten? Natürlich, ich kann beweisen, dass Außerirdische da waren, aufgrund von Untersuchungen. Ich finde diese Aussage immer ein bisschen schwierig, wenn er sagt, ich kann beweisen, dass Außerirdische da waren, weil der israelische Geheimdienstmitarbeiter, der auch irgendeine Space-Organisation am Start hat, hat gesagt, dass die da sind. Das ist halt kein Beweis, ne? Sorry, aber da muss man schon die Butter bei die Fische machen, so. Das ist kein Beweis, Digi. Okay, dieses Typ mit dem Händeschütteln und so, und das ist schon dann, es kommt einem Beweis näher auf jeden Fall. Für einen selber, weißt du, dass man sich selber das beweisen kann, so. Aber ja, ich würde sagen, ich würde das so artikulieren, dass ich sagen würde, ich bin überzeugt davon, aber dass ich das beweisen kann, und wenn ich sowas sage, dann muss ich es halt auch beweisen können, mäßig, oder? Aufgrund von alten Schriften, Aussagen aus dem alten Indien etc. Was mir aber fehlt, das letzte Puzzleteil, wäre ein objektiver Beweis. Ich hätte sehr gerne... Weil so gehe ich zum Beispiel auch nicht ran, wenn ich jetzt, dann bist du ja jetzt zum Beispiel auch jemand, der 1:1 alles glaubt, was in der Bibel drin steht. Oder in anderen alten Büchern, wo Menschenhände, was über tausende Jahrzehnte übergeben wurde und Menschenhände involviert waren. So. Du kannst ja nicht 1:1 dem glauben, was da drin steht. Das geht ja nicht. Ist ja kein Beweis, weißt du? Oder? Bin ich zu skeptisch gerade. Ja, einen Gegenstand irgendwo gefunden. Ein Gegenstand, von dem man klipp und klar weiß, er ist nicht irdisch. Aber nicht etwa wie ein Meteorit. Marc Liebe sagt gerade, bin ich komisch, wenn ich mir mit 17 Jahren solche Sachen anschaue? Nein, bist du nicht. Du bist da. Du bist auf dem richtigen Weg, mein Jutster. Immer schön die Realität nicht außer Acht lassen. Ne? Immer schön dich um deinen Traum kümmern. Das ist das Allerwichtigste. Finde dich als Mensch selber. Finde deinen Traum, finde deine Bestimmung hier in der Welt. Und beschäftige dich mit diesen Themen auch. Aber lass das nicht größer werden als dein Traum, mäßig. Oder du verbindest das irgendwann miteinander, so wie ich. Oder Erich oder Kianusch. Aber lass dich davon nicht so von deinem eigenen Leben ablenken, wie viele das tun, sondern das muss immer noch Priorität sein. Finde deinen Traum, finde deine Bestimmung, lebe deine Bestimmung, deine Berufung. Und wenn du dich mit solchen Themen beschäftigst, zeigt das einfach nur, dass du jetzt schon interessiert daran bist, wo wir Menschen eigentlich herkommen, was der Sinn ist, dass wir hier sind. Und ja, du spürst vielleicht jetzt schon, dass es mehr gibt, als uns beigebracht wird. Und das ist eigentlich eine gute Sache, Bro. Sondern man müsste erkennen, das Ding ist künstlich. Künstlich, etwas Künstliches, aber nicht von unserem Planeten. Und so etwas würde ich dann stolz natürlich an einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorstellen und sagen, hallo, hier ist der Beweis, das ist außerirdisch und das ist künstlich. Das fehlt mir noch. Dieses Puzzleteil, vielleicht erlebe ich es noch. Aber nochmals, inzwischen bin ich 89 Jahre alt. Die Götter lieben mich. Ey, wir lieben Sie. Bester Mann, ich dich auch. Och, Herr Erich von Däniken. Also die Leute hier im Chat, die drehen gerade völlig durch, die haben so viele Fragen.
das könnte bis morgen so weitergehen. Leute, wir haben halt eine Zeitspanne, wir können den Herrn hier nicht die ganze Zeit für uns vereinnahmen. Hier fragt zum Beispiel jemand nach den Kornkreisen. Es gibt ja so gewisse Kornkreise und man sagt, das sind Zeichen von den Außerirdischen. Was sagen Sie dazu ganz kurz nochmal, damit der hier Ruhe gibt? Also, ja, es gibt Kornkreise, die werden gefälscht. Und die Fälscher, die stehen dazu. Die zeigen sogar, die sind stolz, die zeigen sogar, wie sie es fälschen. Wie sie mit Holzblöcken die Halme runterknallen. Es gibt aber andere Kornkreise, die sind definitiv echt, die sind gefilmt worden, die entstehen immer 2-3 Sekunden. Ich habe solche Filme zugespielt bekommen von englischen Forschern. Das ist wahnsinnig. Da passiert etwas. Die Halme sind nicht gebrochen, sind nicht geknickt, sie sind nicht nach unten gedrückt und sie zeigen ganz bestimmte Formen. Irgendwer da draußen versucht, mit uns zu kommunizieren und wir sind zu eingebildet, um darauf einzugehen. Also stellen Sie sich folgendes Bild vor. Es gibt doch diese Nazca-Linie, ne? Nazca-Linie, Nazca in Peru. Eines Morgens ist ein Kreis in einem Kornfeld. Naja, sagen die Menschen, das haben Tiere gemacht. Wildschweine sind im Kreis gelaufen. Zufälligerweise Wetterprognosen. Am nächsten Tag ist ein zweiter Kreis da. Sagen die Menschen, na schön, nochmals ein Zufall. Am dritten Tag werden die beiden Kreise miteinander verbunden durch einen Strich. Zwei Kreise verbunden mit einem Strich. Jetzt müsste ich ehrlich sagen, stopp. Der eine Kreis könnte das Atom sein, der zweite Kreis wieder ein Atom, verkoppelt, das ist das erste Molekül. Wenn zwei Atome verkoppelt werden, entsteht ein Molekül. Jetzt könnten wir das nächste Atom anhängen und könnten kommunizieren, aber wir tun es nicht. Wir sind so eingebildet, das darf doch alles nicht sein. Es gibt neben den Fälschungen echte Kornkreise. Jemand versucht, mit uns zu kommunizieren und wir nehmen es nicht zur Kenntnis. Sie sagten gerade Atom. Jedes Atom beinhaltet ja Information, damit es sich ja mit dem anderen Atom verbindet und ergibt dann ein Molekül und einen Stoff. Ich frage mich, Herr Erich von Däniken, woher hat das Atom die Information, wie es sich zu verhalten hat? Von wem ist... Genau. Gott. Ja, das ist die entscheidende Frage. Dann ist wieder der Geist. Der Schöpfer. Der genannte Geist in der Materie oder in der Religion, würden wir sagen, vom Geist Gottes. Da ist die Schwingung drin. Das tatsächlich, wir können es nicht erklären. So. Frequenzen vielleicht. Ja, und da kommt die Frequenz. Schau, es gibt so viele Modelle, ja, die versuchen zu erklären, wie das Universum entstanden ist. Und wir haben kein Modell. Das, was ich immer wieder höre, sagt Herr von Däniken, Ihre Frage ist überflüssig. Stellen Sie sich das Universum vor wie ein Kreis. Ein Kreis hat keinen Anfang und kein Ende. So, die Frage muss gar nicht gestellt werden. Doch, die Frage muss gestellt werden. Auch ein endloser Kreis muss sich irgendwann mal gebildet haben. So, es kommt zurück auf Ihre Moleküle. Wir haben keine Ahnung, wie die ersten Atome sich gebildet haben. Wir wissen es nicht. Und da wird man ganz klein und spricht respektvoll von einer geistigen, spirituellen Macht. Die Religionen sagen Gott dazu. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe neulich noch einen Bericht gesehen, da hieß es, dass wir in unserer Wirbelsäule fließt ein Öl. Man nennt das heilige Sekret. Vielleicht haben Sie davon schon mal gehört. Das fließt im Laufe des Lebens von oben nach unten. Und man sagt, wenn es unten angekommen ist, ich weiß jetzt nicht mal die Richtung, von unten nach oben oder von oben nach unten. Und wenn es angekommen ist, ist quasi das Ende des Lebens, also für einzelne Menschen. Und dieses Sekret nennt sich, es gibt verschiedene Begriffe, es wird produziert im Klaustrum, das ist auch im Gehirn. Und jetzt kommt das Spannende, was ich Ihnen gerade sagen wollte. Jesus Christus wurde ja laut den Büchern gekreuzigt. So, und Jesus Christus ist wie alt geworden? 33, richtig? So, ja, und, ja. Und jetzt ist nämlich das Interessante, der Mensch hat 33 Wirbel. 33 Wirbel. Also sein Kreuz, sein Rücken. Okay. Und jetzt ist da jemand, der hat gesagt, dass mit Jesus... ist eine Metapher, die besagt, dass dieses heilige Sekret, sobald es aufgestiegen ist, wieder zum neuen Leben hervorscheint. Ich kann damit nichts anfangen, ich weiß nicht, aber es ist schon sehr bemerkenswert, was es für Zufälle gibt. Und das ist... Die Jesus-Geschichte ist eine andere Geschichte, über die können wir uns nicht unterhalten. Wir müssen wieder mal einen Termin abmachen irgendwann und dann bringen... Sehr gerne, sehr... Die Jesus-Geschichte nur ganz kurz. Jesus hat die Kreuzigung überlebt. Er hat überlebt, er ist nach Kaschmir gewandert, im Hochland von Indien heute. Ich war in seinem Grab, ich habe das Grab fotografiert.
Und das kann man beweisen, weil der damalige das kann man beweisen. Herrscher vor 2000 Jahren von Kaschmir hat mit Jesus ein Gespräch geführt. Das Gespräch liegt im historischen Archiv von Srinagar. Srinagar ist im Hochland von Kaschmir. So, man kann das beweisen. Jesus hat selbstverständlich gelebt, hat gewirkt, alles klar, alles großartig, nur er war nicht tot, er ist nach Kaschmir gewandert. Sein Grab liegt dort oben. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Ich würde sehr gerne Sie natürlich noch einmal irgendwann bei Zeit einladen. Ich glaube, die Leute werden sich darüber riesig freuen. Machen Sie einen Termin mit Ramon irgendwann. Natürlich. Die nächsten 3-4 Monate bin ich nicht da. Mich jagen Sie wieder in der Welt herum. Aber irgendwann bin ich wieder da. Wo sind Sie? An den Nazca-Linien? Ja, da können wir drüber reden dann. Ja. Voll. Ganz andere Sache. Ich übergebe Ihnen Ramon hier. Na, ciao, Herr Erich von Däniken. Es war uns eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank. Ciao. Ja, der Altmeister. Ja, er regt zum Nachdenken an, weißt du, wie ich meine? War eine geile Sache auf jeden Fall. Sehr stark. Liebe geht raus auf jeden Fall. An Kianusch, an Erich von Däniken, an seinen Manager und an die ganze Community auf YouTube, Twitch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Eure Gedanken natürlich zu allen Themen unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Bis dahin. Peace out.